Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Philipp und ich möchte heute etwas für euch kochen. Zum Anlass nehme ich Spielpaarungen der laufenden Fußball-Europameisterschaft und will versuchen, aus den entsprechenden Paarungen landestypische Gerichte miteinander zu kombinieren. Für heute habe ich mir rausgesucht, das Spiel Türkei gegen Wales findet statt am Mittwoch, 16.06. um 18 Uhr in Baku. Ja, und kombinieren möchte ich für euch heute für die Nationalmannschaft aus Wales das sogenannte Welsh Rarebits und für die türkische Nationalmannschaft den türkischen Bauernsalat Koban Salatasi. Ich bin selbst überrascht, die Rezepte wurden nie kombiniert von mir und vorgekocht. Mal schauen, was es bringt. Viel Spaß beim Zuschauen. So, für das walisische Nationalgericht benötigen wir in dem Fall anstelle des vorgesehenen Toastbrotes ein türkisches Fladenbrot, dann Cheddar-Käse, gerne am Stück, der muss dann entsprechend geraspelt oder gehobelt werden, etwas Senf, Butter und ein helles Bier. Ja, zufällig stand hier ein Kölsch rum und das nehme ich dann dafür. Für den Bauernsalat benötigen wir 2-3 Tomaten, den Saft einer halben Zitrone, eine grüne türkische Spitzpaprika, eine rote Zwiebel, Oliven, ich habe Kalamata-Oliven genommen, entsteint, ist etwas einfacher zu verarbeiten, dann eine Biosalatgurke, Petersilie, Olivenöl fürs Dressing und natürlich Salz und Pfeffer. Ja, für den Salat beginnen wir dann mit der gehackten Zwiebel, schön gewürfelt. Und dann fügen wir die ebenfalls in Würfel geschnittene Salatgurke dazu. Wenn wir Bioqualität haben, dann muss sie nicht so ganz penibel und akkurat geschält sein. Ein bisschen Schale darf ruhig dranbleiben. Ja, und dann folgen die Oliven, die ich so etwa gedrittelt habe, also in Scheiben geschnitten. Einfach mit hinzufügen. Dann folgt die grüne Spitzpaprika, die durchaus Schärfe hineinbringt. Also vielleicht sollte man da nach eigenem Geschmack bemessen und gegebenenfalls auch die Kerne entfernen, denn die enthalten ein ganz gehöriges Maß an Schärfe. Also da wirklich je nach Geschmack und sicherheitshalber vorher einmal ein Stückchen probieren, um zu sehen, wie scharf dieses Ding ist. So, obendrauf kommt nun die gehackte Petersilie, da darf ruhig ordentlich rein. Das klebt hier natürlich so ein bisschen fest, aber das kriegen wir schon wieder sauber. So. Ja, und dann noch die gehackten Paprika, da habe ich den Strunk entfernt und sie entsprechend in kleine mundgerechte Stücke geschnitten. Da kommt gleich auch noch eine drauf, ist fast ein bisschen zu wenig. Das war es erstmal an den Grundzutaten, die wir in dem Salat verarbeiten wollen. So, dann habe ich mir jetzt ein kleines Schälchen genommen, habe da den Saft einer halben Zitrone reingepresst, habe 2-3 Prisen Salz und ordentlich gemahlenen Pfeffer dazugegeben und einen richtig guten Schuss Olivenöl. Das Ganze verrühre ich jetzt, dass das einigermaßen sich miteinander verbindet und gebe das dann über den Salat, den ich dann als nächstes, da muss ich tatsächlich erst noch Werkzeug holen, das habe ich vergessen, komplett unterheben werde, beziehungsweise unterrühren möchte. So, wenn man den Salat jetzt beispielsweise als Grillbeilage machen möchte, passt natürlich wunderbar Feta-Käse noch dazu. Den habe ich bewusst rausgelassen, weil wir ja bei dem walisischen Gericht bereits den Cheddar mitverarbeitet haben. Und das glaube ich, obwohl ich es noch nie probiert habe gemeinsam, wird vermutlich nicht so ganz miteinander harmonieren. So, das Ganze kann man jetzt ein bisschen abdecken und ist eigentlich ganz gut, wenn man es ein bisschen ziehen lässt. Ja, so, aus dem Brot schneiden wir uns dann so ein typisches Dönerviertel. Und natürlich müssen wir es auch innen drin einmal
aufschneiden und den Rand natürlich geschlossen lassen. Ja, dann geht's an die Zubereitung der Käsesoße für das Brot. Da nehmen wir uns dann zunächst einen Teelöffel Butter, den wir in die entsprechende oder in den entsprechenden Topf geben. Die darf nicht braun werden, aber lassen Sie gut zergehen. Schäumt jetzt sehr schön, wie man sieht. So, dann ist hier auch gleich schon flüssig. Dazu geben wir dann die 60 ml von dem hellen Bier. Lassen das ein bisschen auf Temperatur kommen. Also einen kleinen Moment warten. Gleich geht's weiter. So, und dann fügen wir den Cheddar-Käse hinzu. Wenn ihr den am Stück gekauft habt, dann sollte er geraspelt oder gehobelt sein. Gibt es aber auch schon bereits als Flakes zu kaufen, so wie ich es jetzt gemacht habe. Ich mache es etwas einfacher. Und dann lassen wir den schön in diesem Bier-Butter-Gemisch auflösen. Es hat so ein bisschen was von Käsefondue, finde ich. Ist auch übrigens neu. Oh, die Schweiz spielt ja auch noch. Da muss man was einfangen lassen. So, das dauert jetzt ein bisschen, nicht zu heiß werden lassen, also soll auf gar keinen Fall anbrennen. Bisschen Geduld ist gefragt. So, wenn euch das Warten zu langweilig wird, bis der Käse wirklich geschmolzen ist, dann könnt ihr in der Zwischenzeit auch schon gerne noch eine gute Prise Salz hinzufügen und etwas gemahlenen Pfeffer. Und dann auch schon die 3 Teelöffel von dem Senf hinzugeben. So, das wäre eigentlich schon alles. Und jetzt warten wir noch, bis wir eine wunderbar cremige Masse im Topf haben. Aber das sieht schon gut aus. Nicht zu schnell, also wirklich mit Geduld. So, wenn der Käse dann wunderschöne Blasen wirft, die wir jetzt sehen, dann sind wir genau auf der sicheren Seite, können es zur Seite stellen und bereiten eben das Fladenbrot auf dem Gitterrost vor, um es dann gleich in den Backofen zu schieben. 250 Grad, bitte vorheizen. So, das Fladenbrot, also quasi die Dönertasche, habe ich dann dementsprechend aufgeklappt. Und nun können wir wunderbar die Käsesoße auf diesem Brot verteilen. So. Lass mal ruhig ein bisschen daneben laufen, ist nicht so tragisch. So, ich denke mal, wie gesagt, ich habe es noch nie gekocht, aber das sollte reichen. Und das schieben wir jetzt in den vorgeheizten Backofen. Jetzt kommt der Moment, wir schauen mal, wie es aussieht im Ofen. Wow. Wow. Ja, ich würde sagen, hervorragend, schöne Bräune dabei. Jetzt geht's weiter. So, und nun richten wir auf dem wunderschönen Käsebrot unseren türkischen Hirtensalat an. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich zusammenklappen sollen. Müssen wir mal überlegen, was da die beste Variante ist, es zu essen. Das ist sozusagen die Hochzeit zur Paarung Wales gegen die Türkei. Et voilà. Lasst es euch schmecken. Guten Appetit.